Die Reise der Bundeskanzlerin Merkel zu ihrem Freund, dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan, findet im Moment zu Unzeiten statt. Aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass Erdogan dabei ist, die Demokratie in der Türkei abzubauen, eine Präsidialdiktatur zu errichten. Wir haben eine unglaubliche Polarisierung in der Türkei gegen dieses Präsidialsystem, was in einem Referendum abgestimmt werden soll im April. Und kurz davor fährt Bundeskanzlerin Merkel wie damals Ende 2015, zwei Wochen vor der umstrittenen Parlamentswahl, in die Türkei, um den Schulterschluss mit Präsident Erdogan zu üben. Zu Recht wird sie von der türkischen Opposition, dem Vorsitzenden der sozialdemokratischen Fraktion, Herrn Kılıçdaroğlu, dafür kritisiert, diese Reise sei laut ihm eine Schande und wäre eine Unterstützung für Staatspräsident Erdogan. Der zweite Grund, warum das zu einer Unzeit stattfindet, ist innenpolitisch gewendet. Während das Netzwerk von Erdogan in Deutschland Andersdenkende ausspionieren lässt, einschüchtern lässt, DİTİB-Imame seiner Moscheegemeinschaft hier Andersdenkende ausspionieren, seine Geheimagenten hier Andersdenkende politische Aktivisten ausspionieren und die Generalbundesanwaltschaft sowohl gegenüber DİTİB als auch mutmaßlichen Spionen des türkischen Geheimdienstes in Deutschland verfolgt und ermittelt, macht Merkel hier den Schulterschluss mit Erdogan. Diese Kumpanei muss beendet werden. Wenn Frau Merkel in die Türkei reist, dann darf sie nicht mehr an der Seite des Despoten Erdogan stehen, sondern an der Seite der Demokraten. Ich fordere von der Bundeskanzlerin Merkel, wenn sie schon dahin reist, sich öffentlich für die Freilassung aller politischen Gefangenen zu erklären und das zu fordern. Und zweitens den Vorsitzenden der linken prokurdischen HDP im Gefängnis Selahattin Demirtas zu besuchen. Das wäre ein Zeichen im Sinne der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.